Hallo Leute, ihr habt mich gefragt, wie das mit dem Buschweivel Kocheraufsatz ist. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und dazu fülle ich jetzt meinen pelletgefüllten Brenner. Zünde ihn an. Dieser Aufsatz von Buschweivel passt genau hier auf den Grill. Den kann ich jetzt da drüber stülpen. Und sofort sieht man, wie die Flammen nach oben gezogen werden. Schauen wir auf die Uhr. Es ist 25 vor 10. Dann werden wir mal hier ein halben Liter Wasser in Prepper Mode zum Kochen bringen. Zu Anfang sieht es so aus. Wir haben unten bei den kleinen Löchern nach innen gezogene blaue Flämmchen und oben gelbes Licht. Und nach etwa 2 Minuten kommt aus den oberen größeren Löchern die blauen Flammen, die sich schön unter dem Topfboden verteilen. Das sieht dann so aus in Nahaufnahme. Da bin ich dem Buschweivel Frank richtig dankbar. Denn das verbrennt hier richtig relativ effizient. Und das könnte ich mal ein wirkliches Kochen nennen. Jetzt schauen wir auf die Uhr. Bis ich die Kamera angeschalten habe. Halber Liter. Wirklich mächtig am Kochen. Und so sieht dann noch das fertige Reisgericht aus mit Sojageschnitzelten. Wird abgefüllt in die Thermoskanne oder Thermosessensbehälter. Und damit verabschiede ich mich euch. Ich mich von euch. Sag alles Gute. Schaut euch mal die gerade Flamme an.